Jo Leute, willkommen zurück zum Minecraft Skyblock, einer der letzten Folgen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, was ich jetzt noch großartig anfangen möchte an Projekten. Ein Projekt bräuchte ich vielleicht noch, aber ich wüsste halt nicht welches. Erstens aufgrund der Zeit, zweitens, ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich alles habe. So, zack. Also klar, man kann in Minecraft immer was machen, aber das Problem ist halt wirklich, ich habe nur begrenzte Möglichkeiten und ich bin halt dazu gezwungen, die auszunutzen, so gut es geht. Und ich habe jetzt halt auch nur begrenzte Zeit. Das heißt, allzu große Sachen sollte ich vielleicht nicht mehr anfangen. Weil ich jetzt relativ wenig nur noch offscreen machen möchte. So. Okay. Und zack. So, einmal einsammeln alles. Neu setzen und dann würde ich fast sagen, kann ich einmal gucken gehen, wie meine Pilzfarm inzwischen aussieht. So, zack. Zack, zack, zack. Okay. Haben wir auf jeden Fall genug. Setzen wir schon mal neu. Wie gesagt, die meisten Sachen werde ich sowieso nicht mehr benutzen. Zack. Zack. So. So hier. Rein hier. Glücklich sein. So. Da oben ist doch bestimmt noch irgendwo. Da. Da ist Holz. Hier drin. Vergesse ich jedes Mal, den wegzumachen, den Block. So. Ich habe immer noch nicht geguckt, warum hier die Kürbisse nicht wachsen. Oder die Melonen. Wahrscheinlich steht schon in den Kommentaren, aber ich weiß es nicht. Ist das fertig? Ich glaube, das ist fertig jetzt, ne? Ja, war fertig. So, zack, zack. 1, 2. Ich glaube, man sieht die Karotten, also diese orangenen Reste, wenn die fertig sind. So. Oh. Okay. So. Ich verteile die jetzt halt, soweit es geht wieder. Damit halt immer schön große Flächen bedeckt werden können. So. Erledigt. Spiele ich eigentlich auf Peaceful? Nee, ich spiele auf Easy. Oh. So. Okay. Der Apple Baum. Und
Hier müssten jetzt fertig sein. Okay. Ja, was mache ich? Nee. Ich würde sagen, nein. Auch nein. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein verdammtes Schwert? So. Da ist nichts drin. Da ist mein Schwert. Hier nehmen wir mal so die allerletzten Rotzschwerter. Und hier schmeißen wir mal rein, was auch immer ich geangelt habe. Dich habe ich auch geangelt. Und dich eigentlich auch. So. Das Ei vielleicht nicht, aber immerhin. So. Kann man die eigentlich irgendwie zu Spawner-Eiern machen? Ich weiß, dass es im Creative Mode Spawner-Eier gibt. Kann man die irgendwie herstellen? Oder kann ich da irgendwie dafür sorgen, dass da daraus ein am liebsten ein Villager-Spawn-Egg wird? Ja, komm her. Vergiss es. Scheiß Spinne, ey. Vergiss es. So. Hallo. Hi. Ach, shitty. So. Komm her. Okay. So. Ist das ein Zombie-Villager, ja? Das war ein Zombie-Villager. Ach, lasst mich mal bitte in Ruhe. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die Erfahrung hier auf der Map brauchen soll, aber schön, dass ich sie habe. Kann man irgendwie Obsidian angeln? So. Okay. Alles einsammeln. Mal gucken, was wir so gesammelt haben. Bones. Bones. Haben wir ein paar. Oh! Oh. Oho. Das müsste eigentlich genau aufgehen, deswegen machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Und machen wir das mal so. 9 Stück haben wir. Immerhin etwas. Okay.
wir das. Und einmal das. So. Ich glaube nicht, dass ich das noch fertig kriege. Ich meine, ich könnte mich jetzt hinstellen und die ganze Zeit nur beim Monster-Spawner stehen. Aber... Ne? Also, das ist auch nicht so das Wahre. Okay. Aber... Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sonst jetzt noch machen kann. Großartig. Ich bin wirklich kurz davor, das Projekt einfach frühzeitig zu beenden. Shit, ich sterbe, oder? Ja. Verfluchte Skeleton. Stirb! Ich habe einen Bogen. Hör auf mich zu schießen, du Drecksviech. So. Dummes Viech. Das sind die dümmsten Viecher im Spiel, meiner Meinung nach. Also Skeletons sind deswegen so nervig, weil sie halt immer spawnen können und halt immer Stress machen. So. Aber wie gesagt, im Endeffekt habe ich alles gemacht, was ich wollte. Und ich müsste halt noch 2 Folgen aufnehmen. Ich wüsste aber nicht mit was, wenn ich ehrlich bin. Aber klar, ich kann mich hinstellen an den Monster-Spawner und kann die Knochen zusammenfarmen. Aber ganz ehrlich, das will doch kein Mensch sehen. So, zack, 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 zack. Könntest du bitte sterben? Drecksviech. Okay, ich brauche die Range einfach durch die Schwerter. Okay, jetzt sterbe ich schon wieder. So, zack. Okay. Zack. Ich könnte auch eine riesen Wolf-Farm jetzt erzeugen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Das ging mir bis jetzt noch keinem Spiel so, dass ich nicht mehr wusste, was machst du jetzt noch großartig. Okay. Hier fehlen 3 Slabs. So, wahrscheinlich, weil das mal in die Luft geflogen ist. Ich weiß, dass mal hier ein Creeper explodiert ist. Da werde ich die wieder vergessen haben. Okay. So. Kannst du bitte sterben? Danke. Warum spawnen jetzt so viele Kiddies, ey? Oh. Eisen. Eisen. Toll. Jetzt, wo ich eigentlich gerade beschlossen habe, nichts mehr zu machen. Okay, wir machen das so. Weil wir gehen schon aufs Ende zu. Ich werde gucken, was ich... Also ich werde 2 Folgen aufnehmen. Und werde gucken, ob die irgendwas werden. Ich weiß es noch nicht, wenn ich das auch entscheide. Da habe ich ja zum Glück noch ein bisschen Zeit hin. Ob ich die dann nehme oder ob ich die nicht nehme, entscheide ich dann erst.
Es kann also einfach sein, dass ich sage, okay, komm, die Folgen zeige ich nicht mehr, weil ich schon ein neues Projekt habe und das lieber zeigen möchte. Weil, keine Ahnung, im Moment ist halt wirklich so die Sache, ich habe keinen Bock, jetzt noch großartig was zu machen. Beziehungsweise, ich wüsste halt nicht, was ich noch großartig machen sollte. Klar, wie gesagt, ich könnte den Monster-Spawner da weitermachen, also weiter abfarmen. Ich kann im Nether kann ich den weiter ausbauen, den Schweinespawner. Ich kann das Haus weiterbauen. Dazu bräuchte ich aber wieder Knochen, weil ich möchte das dann mit Knochenblöcken machen. Deswegen schwierig. Persönlich muss ich sagen, es ist nicht mehr so interessant für mich. Das heißt, ja klar, hier die Viecher nachzüchten, schön und gut, aber da so sehen fertige Karotten aus im Übrigen. Oh, drei. Dann gib mir die doch mal. Error. So. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wohin mit mir im Moment. Im Moment würde ich einfach sagen, ja, ich lebe so in den Tag hinein. In die Folge hinein. Deswegen, keine Ahnung. Also entweder ich nehme die zwei Folgen dann noch. Weil zwei müssen es noch sein. Kann auch sein, dass es noch drei sind. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das hier müsste die 29. Folge sein. Und ich muss sagen, Skyblock ist zwar cool zu spielen, aber sehr, sehr schlecht für alles, was dann gameplay-technisch das angeht. Also zum Zeigen ist das echt schlecht, finde ich. Habe ich vorher nicht mitgerechnet. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich mehr unternehmen werde. Aber wo auch, was auch. Gut. Das wäre geklärt. Ich hätte sogar noch die Überlegung gehabt, den Monster-Spawner zu erweitern, dahinter eine Arena zu basteln und dann gegen die Viecher zu kämpfen. Aber, keine Ahnung, das wäre besser mit Pistons gewesen. Also, wirklich, ich habe das Problem im Moment, dass mir zu viele Sachen fehlen. Und deswegen, ich vermute ganz stark, dass ich die letzten zwei Folgen nicht nehmen werde, sondern einfach irgendein neues Projekt spielen werde. So, deswegen verabschiede ich mich auch mit einem wahrscheinlich letzten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben viel erreicht in der Season. Ich nehme an, dass ich die letzten zwei Folgen nicht nehmen werde. Außer es passiert noch irgendwas richtig, richtig Cooles. Ich werde es auch mit Bonusfolgen anmoderieren. Also, falls ihr es sehen solltet, sind das die Bonusfolgen. Aber ich glaube nicht. Also, dazu müsst ihr jetzt schon, keine Ahnung, drei, viermal Eisen spawnen. Damit was wirklich Interessantes passiert. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.